Can it run Crysis? Diese Frage stellten sich anno 2007 wohl so gut wie alle PC-Gamer, als Crytek ihren Edel-Shooter Crysis veröffentlichte. Heute, ganze 13 Jahre später, stellte ich mir die Frage, als ich von der Veröffentlichung von Crysis Remastered für Nintendo Switch erfuhr. In diesem Video gehen wir genau dieser Frage nach und klären, ob Crysis zum Mitnehmen geeignet ist oder ob es eher eure Switch zum Schmelzen bringt. Die Geschichte von Crysis spielt im Jahr 2020, wie passend also von Crytek, genau jetzt eine Remastered-Version des Shooters herauszubringen. Für das Remastered zeichnen sich die Saber Interactive Studios verantwortlich, die ja bereits mit Grid Autosport und Witcher 3 auf Switch einen fantastischen Job hingelegt haben. Ursprünglich sollte der Titel für alle gängigen Konsolen veröffentlicht werden, doch nach einem anfänglichen Teaser zur Xbox One und PS4 Fassung entschied man sich, diese zu verschieben und das Spiel vorerst nur auf Switch zu veröffentlichen. Und hier sind wir also 2020 mit einer tragbaren Version von Crysis, die sich wirklich sehr ordentlich spielt, gehörig Spaß macht, aber keine Wunder auf den Bildschirm zaubert. Schließlich sprechen wir hier immer noch von der Nintendo Switch, das muss euch allen klar sein. Trotzdem haben Saber Interactive einen sehr guten Job hingelegt und zeigen nochmal deutlich, dass gute Ports dem Skill der zuständigen Entwickler geschuldet sind. Dennoch muss man fairerweise sagen, dass Switch-Besitzer nur eine abgespeckte Version von Crysis erhalten. Für 30 Euro gibt es nur die Singleplayer-Kampagne und in dieser fehlt sogar eine Mission, in der ihr mit einem Jet unterwegs seid. Diese Mission war übrigens auch der 2011 erschienenen Konsolenfassung für Xbox 360 und PS3 zum Opfer gefallen und eben auf jener Version basiert Crysis Remastered für Switch. Im Vergleich zur PlayStation 3 und Xbox 360 Version, letzte hatte ich mir damals übrigens gekauft, aber schnell abgebrochen, weil es mir technisch überhaupt nicht gefallen hatte, machte die Switch-Fassung eine deutlich bessere Figur. So läuft Crysis Remastered im Docked-Modus mit einer variablen Auflösung zwischen 408 und 900p und das in einer variablen Framerate, die meist 30 Frames halten kann, aber hier und da auch schon mal auf 20 und drunter droppt, wenn man zum Beispiel Zerstörung anrichtet. Hier kommt der Shooter für kurzen Moment dann doch arg ins Stocken. Und diese Reduzierung von 60 auf 30 Frames merkt man dem Spiel deutlich an, vor allem unter Hinzunahme des Fakts, dass die Switch leider keine analogen Schultertasten besitzt. Das Gameplay und besonders die Gunfights spielen sich leider etwas holprig, wenn ich das so nennen darf. Ich weiß nicht, woran das lag, aber ich brauchte 2-3 Stündchen, um mich an das Gameplay von Crysis zu gewöhnen. Dauernd zielte ich daneben und konnte aufgrund der niedrigen Auflösung die Feinde im Dickicht des Dschungels nur schwer erkennen. Erst ab der dritten Mission gingen die Steuerung und das Handling dann so langsam in Fleisch und Blut über, sodass ich Gefallen am Spiel fand und mich dann auch wie der übermächtige Special Forces Agent mit dem genialen Nanosuit fühlte. Mit diesem könnt ihr euch zum Beispiel tarnen, eine Panzerung aktivieren oder höher springen, was euch im Geschehen einen deutlichen Vorteil verschafft. Hatte ich mich an die Steuerung und an die Fähigkeiten des Nanosuits gewöhnt, machte mir die technische Seite des Spiels dann auch deutlich weniger zu schaffen. Natürlich bekommt ihr auf Switch nicht die Texturqualität, die ihr auf einem Gaming-PC erreichen könnt. Auch die Weitsicht leidet unter der schwächeren Hardware, kann aber im Vergleich zum Original von 2007 oder zu den Konsolenports von 2011 auf Switch auch schöne Neuerungen verzeichnen. Global Illumination sorgt zum Beispiel für unfassbar hübsche Belichtungen in Echtzeit, die es so auf Xbox 360 und PS3 noch nicht gab und zeigt deutlich, wie gut die CryEngine auf Nintendos portabler Hardware laufen kann, wenn man fähige Entwickler damit betraut. Das Spiel selbst ist ein solider Open-World-Shooter, der in die Fußstapfen von Far Cry tritt und euch ein wenig mehr Power in Form des Nanosuits in die Hände gibt. Eben jene Art Shooter, wie er auf Switch noch fehlte. Ja, wir haben bereits tolle Ports von Doom und Wolfenstein bekommen, aber beide Titel sind ja bekanntlich eher linear gehalten und bieten eben nicht die Freiheit, die uns Crysis Remastered hergibt. Selbst im Handheld-Modus, wo das Spiel eine maximale, wenn auch variable Auflösung von bis zu 720p schafft, ist Crysis Remastered auf jeden Fall einen Durchgang wert, auch wenn es mir hier noch etwas schwieriger gefallen ist, Feinde im Gestrüpp des asiatischen Dschungels zu erkennen. Ich für meinen Teil habe das Spielen im Docked-Modus auf meinem Fernseher definitiv favorisiert. Das einzige wirkliche No-Go, das mir beim Spielen aufgefallen war, waren die steten Abstürze, die hoffentlich mit einem nahenden Patch behoben werden.
So passierte es mir vor allem in den ersten Missionen häufig, dass das Spiel aus heiterem Himmel crashte und mich zurück ins Switch-Menü verfrachtete. Ein Crash war so schlimm, dass ich das gesamte Level von vorne starten musste, da vom Checkpoint aus einfach kein Weiterkommen möglich war. Und das nur wenige Meter vom Levelziel, was extrem ärgerlich war und eigentlich in der finalen Version eines Spiels nicht passieren darf. Ach, und wo wir gerade bei No-Gos sind, super schade ist auch, dass Crysis Remastered nur über den eShop zu haben ist. Bereits 2011 hatte ich mich geärgert, dass ich die Xbox 360 Version nicht Retail kaufen konnte. Ein Crysis of Cartridge für die Sammlung wäre hier für alle Switch-Gamer das i-Tüpfelchen gewesen, denke ich. Aber auch wenn es nur digital erhältlich ist, kann ich dem Spiel eine Kaufempfehlung für alle Action- und Ego-Shooter-Fans aussprechen. Wenn ihr ein Crysis für unterwegs haben wollt oder vielleicht nur eine Switch zum Zocken zu Hause habt, spricht nichts gegen einen Kauf, auch wenn die Abstürze per heute noch wirklich nerven. Solltet ihr jedoch Crysis bereits 2007 bis zum Abwinken gespielt haben oder eine Xbox One X oder eine PS4 besitzen, rate ich euch ein wenig zu warten und dann irgendwann in naher Zukunft die ultimative Crysis-Erfahrung zu erhalten. Wobei hier noch abzuwarten ist, wie gut da die Ports werden. Naja, das ist soweit meine Meinung zu Crysis Remastered auf Switch. Ich hoffe, dass ich dem einen oder anderen mit diesem Video helfen konnte. Und vielleicht finden sich in den Kommentaren ja ein paar Switch-Fans, die das Spiel bereits gespielt haben und von ihren Erfahrungen berichten können. Wenn ihr mich und meinen Kanal supporten wollt, freue ich mich über ein Like und einen Kommentar. Ansonsten wünsche ich euch noch eine tolle Zeit, bleibt alle gesund und bis zum nächsten Mal. Adios, euer Andi.